Nun zum Kapitel über Indexstrukturen. Also wir hatten ja zuvor schon gesehen, wenn wir solche Relationen haben oder Tabellen, die bestehen ja aus verschiedenen Tupeln, die hier drin stehen, und diese Tupeln müssen natürlich irgendwo gespeichert werden. Und wir haben auch gesehen, dass wir diese Relationen nehmen und diese in Dateien ablegen und in den Dateien natürlich Blöcke existieren, die auf der Festplatte abgelegt sind. So, wenn wir jetzt diese Datei haben und wir sagen, wir reden über die Relation oder die Tabelle Studierende, dann könnten wir jetzt hergehen und sagen, wir hätten gerne alle Studierende mit der Matrikelnummer größer als 1000. Und wenn jetzt diese Datei sortiert wäre nach Matrikelnummer, könnte man irgendwie eine binäre Suche machen, landet dann an irgendeiner Position, wo diese 1000 steht. Und würde dann hier ein Stück weiterlaufen und würde dann den ganzen Bereich bekommen. Wenn die Datei nicht sortiert wäre, müsste man einmal komplett durchlaufen. Das heißt, wenn diese Datei nach Name sortiert wäre, wäre das für unsere Anfrage natürlich nicht wirklich hilfreich. Wir könnten uns aber vorstellen, wir haben eine Sortierung nach Name und möchten damit trotzdem solche Anfragen berechnen. Das heißt, wir brauchen eine Hilfsstruktur, die uns diesen Zugriff effizient erlaubt. Wir reden hier von Indexstrukturen, zum Beispiel Bäumen oder Hash-Maps oder Hash-Indexstrukturen. Und um das mal zu illustrieren, male ich mal hier so einen Baum hin. Und wenn dieser Baum nach Matrikelnummer gebildet wird, so ein Suchbaum, wir werden später über B+-Bäume sprechen, aber Sie können sich auch erstmal einen einfachen binären Suchbaum hier vorstellen. Wenn ich also nach Matrikelnummer diesen Baum bilde, kann ich ja danach suchen. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Baum herunterlaufen und finde dann die Matrikelnummer 1000 und habe hier einen Verweis auf eine Position in dieser Datei, wo Student oder Studentin mit Matrikelnummer 1000 liegt. Wenn ich jetzt so eine Bereichsanfrage habe mit Matrikelnummer größer als 1000, dann würde das jetzt nicht extrem gut funktionieren, wenn es sehr viele Tupel gibt, die zurückgeliefert werden, weil ich hier für jedes Tupel natürlich in die Datei springen muss und diese Tupel nicht unbedingt nebeneinander liegen im gleichen Block. Das heißt, ich habe sehr viele Zugriffe auf verschiedene Blöcke innerhalb der Datei. Okay? Aber für Anfragen, wo ich zum Beispiel auf Gleichheit teste, Matrikelnummer gleich 1000, sind diese Indexe, die eben auf einem anderen Attribut oder auf Matrikelnummer gebildet werden, obwohl die Datei nach Namen sortiert wird, eben richtig gut geeignet. So, Indexe sind also eine Art Mechanismus oder eine Hilfsstruktur, um schnell Daten auffinden zu können in Dateien auf Festplatten. Und da die Dateien auf Festplatten liegen, sind diese Hin- und Herspringen-Aktionen, also diese wahlfreien Zugriffe auf die Festplatte natürlich sehr teuer. Wir hatten ja so von 5 oder 10 Millisekunden gesprochen für jeden Zugriff. Das heißt, man möchte vermeiden, zu oft auf die Festplatte zugreifen zu müssen. Beobachtungen, nochmal ein paar von denen sind offensichtlich. Natürlich, je schneller die Anfrage berechnet wird, desto besser ist das. Da können wir mehr parallele Anfragen oder mehr Durchsatz haben, das heißt mehr Benutzeranfragen verarbeiten. Die Daten passen nicht in den Hauptspeicher, das heißt, die Daten liegen auf der Festplatte zum Teil. Wir können natürlich mit Caching zum Teil hier einspringen, allerdings ist es auch begrenzt, das heißt, die Daten liegen nicht komplett im Hauptspeicher. Wir haben gesehen, wir haben diese Zugriffslücke von 10 auf 5 zwischen Performance des Hauptspeichers und der Festplatte. Das heißt, die Zugriffe sind sehr teuer auf die Festplatte, insbesondere natürlich diese wahlfreien. Die machen Sinn, wie gesagt, wenn ich die Matrikelnummer 1000 suche, dann habe ich da einen wahlfreien Zugriff und bin fertig. Allerdings sollte ich vermeiden, dass ich zu viele wahlfreie Zugriffe habe, weil jeder ja, wie gesagt, diese zwischen 5 oder 10 Millisekunden Zeit kostet. Also was muss getan werden, um diese Probleme hier oben zu adressieren? Wir brauchen natürlich eine effiziente Speicherung auf der Festplatte. Wir brauchen Hilfsstrukturen, das sind die Indexe, die die gesuchten Daten möglichst schnell finden, ohne eben viel herumspringen zu müssen. Und wir möchten idealerweise Garantien haben, was die Laufzeit betrifft, um abschätzen zu können, wie teuer die Anfragen sind, die diese Indexstrukturen benutzen.
Nochmal kurz formal aufgeschrieben, wir hatten diese Folie schon mal gesehen vor einiger Zeit. Die Grundidee eines Indexes ist das folgende. Der Index ist gebildet anhand eines Schlüssels. Das muss nicht unbedingt der Schlüssel sein, den wir als Primärschlüssel oder Kandidatenschlüssel innerhalb der Relation definiert haben. Es ist einfach nur ein Attribut oder eine Menge von Attributen. Diese Attribute werden abgebildet auf eine Menge von Tupeln, eine Menge von Einträgen. In dem Beispiel von zuvor hatten wir einen Index definiert auf Matrikelnummer. Das heißt, die Matrikelnummer bildet ab auf als Tupel, was für einen bestimmten Studenten oder eine Studentin steht. Dementsprechend kann man sich auch einen Index vorstellen auf Postleitzahl. Postleitzahl würde abbilden auf Namen und andere Informationen einer Stadt beispielsweise. Oder wenn wir über Suchmaschinen sprechen, würde ein Term zum Beispiel abbilden auf alle Dokumente, die diesen Term enthalten, ein sogenannter invertierter Index. Also wenn ich jetzt hier eine Anfrage hätte mit Term ABC und möchte alle Dokumente finden, die ABC enthalten, kann ich den Index nutzen, um nach A nachzuschlagen, nach B nachzuschlagen, nach C nachzuschlagen und dann diese Dokumentmengen zu schneiden und habe dann alle Dokumente, die Term A und B und C enthalten. Das ist natürlich wesentlich effizienter, als alle Dokumente komplett durchzulaufen, wenn ich über Millionen oder Milliarden von Dokumenten spreche. Das heißt, der Index erlaubt das schnelle Auffinden von diesen Abbildungen oder von diesem Mapping zwischen Matrikelnummer und den Daten, Postleitzahl und den Städten und so weiter. Der Index ist, wenn er erzeugt wird, materialisiert, das heißt, er befindet sich auch irgendwo, im Allgemeinen auch auf der Festplatte und nicht komplett im Hauptspeicher. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, wenn wir so einen Baum haben, so einen B+-Baum beispielsweise, dann würde man davon ausgehen, dass die oberen paar Ebenen hier in dem Baum, das sind ja nicht so viele Einträge, dass diese sich auch im Datenbankpuffer befinden. Das heißt, dass die ersten Einträge, wenn wir die durchlaufen hier in dem Baum auf der Suche nach den Blättern, die passen, dass die ersten Einträge würden eben keinen wahlfreien Zugriff auf die Festplatte fordern. Hier unten natürlich schon die Bereiche, die nicht im Puffer drin sind. Das heißt, wir möchten Indexe haben, die eben möglichst, wenn man über Bäume spricht, möglichst flach sind und eben wenig Zugriffe haben, weil im Allgemeinen würde jeder Sprung innerhalb eines Baumes von Blatt zu den, von Knoten zu Kinderknoten eben einen Zugriff auf die Festplatte erfordern. Ganz naiv könnte man auf die Idee kommen, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen kurz. Wir nehmen einfach eine sortierte Datei, ja, ein Array im Prinzip, also eine Datei, eine Menge von Tupeln, sortieren die. Sortieren ist gar nicht mal so teuer. Man kann das auch auf großen Daten machen, die nicht in den Hauptspeicher passen. Das geht auch. Wir würden die dann ablegen, sortieren diese Datei und könnten dann binäre Suche oder einen binären Suchbaum benutzen, um den Daten schnell zu finden. Das Problem bei binärer Suche oder bei binären Suchbäumen ist, dass diese für große Datenmengen, die auf der Festplatte liegen, nicht geeignet sind. Warum ist das so? Naja, malen wir uns mal so einen binären Suchbaum hin oder so einen binären Baum. Das sieht ja so aus ungefähr, beispielsweise. Natürlich noch ein bisschen weiter, ein bisschen größer noch. Okay. So ungefähr. Und was macht jetzt dieser Suchbaum, wenn ich jetzt hier oben hier einen Eintrag habe, zum Beispiel die 500, dann sind ja hier rechts die Einträge, die größer als 500 sind und links die kleiner als 500 sind. Und dann gehe ich hier hin und habe hier vielleicht zum Beispiel eine 200 stehen. Das heißt, jeder Eintrag teilt mir meine Menge auf in Informationen oder Tupel, die kleiner oder größer sind als gerade der Knoten, wo ich stehe. Das ist die Entscheidung, wo ich hingehen muss, ist immer binär, daher auch der Name. Und wir sehen, dass durch diese relativ feinen Entscheidungen, relativ groben Entscheidungen, also größer oder kleiner, man hier eine Menge von Knoten braucht, um die Daten zu fassen. Und wenn wir davon ausgehen, dass jeder Knoten irgendwo auf der Festplatte liegt, würden wir für diese einzelnen Knotenzugriffe jedes Mal einen wahlfreien Zugriff haben. Und diese Binärbäume sind relativ groß, relativ hoch.
sodass wir am Ende eine Menge von wahlfreien Zugriffen haben, die natürlich sehr teuer sind für unsere Anfrageauswertung. Der andere Punkt ist natürlich, das geht damit einher, dass es hier eine super Platzverschwendung ist, denn ich habe ja hier, wenn ich zur Wurzel gehe und lade die von der Festplatte, dann lese ich ja nicht einfach nur diesen Eintrag von ein paar Bytes, der diesen Knoten beschreibt, sondern ich lese ja einen kompletten Block von Daten von der Festplatte. Und der Block kann zum Beispiel 8 Kilobyte groß sein. Da passen ja eine Menge Informationen rein. Warum sollte ich das nicht benutzen? Und wenn ich schon diese Knoten von der Festplatte laden muss, warum hole ich mir da nicht viel mehr Informationen? Das ist dann die Idee hinter dem B-Baum oder dem B-Plus-Baum. Das heißt, diese binäre Suche oder binärer Suchbaum ist nicht gut geeignet. Wir haben viel zu viele Sprünge, wir haben viel zu viele Zugriffe auf verschiedene Blöcke von der Festplatte. Deswegen haben wir eine Menge von Cache-Misses. Das ist also viel zu langsam. Eine sehr alte Methode oder eine relativ alte Methode ist die sogenannte Index Sequential Access Method, ISAM. Da haben wir folgendes Layout von den Schlüsseln und den Datensätzen. Wir haben erst einmal eine Datei, die besteht aus den Schlüsseln, zum Beispiel Matrikelnummer oder Postleitzahl oder Term. Und diese Einträge hier bestehen aus Schlüssel und einem Verweis auf eben die Daten, die zu diesem Schlüssel passen. Ja, also in dem Fall wären hier in diesem Bereich wären die Daten drin, die größer sind als S1, aber kleiner als S2. Die Schlüssel sind geordnet und auch die Daten sind geordnet anhand eben des Schlüssels. Wir können jetzt hier eine binäre Suche machen über den Schlüsseln und dann zu den gewünschten Positionen in den Datenseiten springen. Das funktioniert, ja, abgesehen davon, dass binäre Suchen natürlich auch wieder nicht so toll ist, wird aber funktionieren. Das Problem dabei ist aber auch, wenn ich jetzt hier neue Daten einfüge und dann diese Datenseiten voll werden, ich müsste die irgendwie noch eine zweite Datenseite hier einfügen, dann muss ich hier oben irgendwie einen neuen Schlüssel einfügen. Und das würde bedeuten, dass man hier oben dieses Array neu organisieren muss. Gleiches gilt beim Löschen. Ich habe hier nur diesen großen Eintrag, dieses große Array mit diesen vielen Schlüsseln. Große Datei, mehrere Megabyte oder Gigabyte groß. Und ich muss jetzt hier da irgendwas einfügen. Das ist natürlich auch nicht so super performant. Oder wenn ich löschen muss, wenn die Daten weniger werden, ich lösche hier eine Seite, müsste ich auch den Schlüssel rauslöschen. Das ist natürlich auch vom Aufwand her nicht wirklich gut, wenn diese Dateien sehr groß werden. Aber wir werden später sehen, dass die Idee gar nicht so falsch war. Wenn wir nämlich diese Struktur nehmen von vielen Schlüsseln nebeneinander, dann sehen wir, wenn wir das mal so illustrieren, wir haben viele von diesen und das wird jetzt irgendwann ein Baum, dann sehen wir, dass das am Ende einem B-Plus-Baum oder einem B-Baum entsprechen könnte. Und der Punkt hier ist, dass wir plötzlich durch diese feine Aufteilung des Raumes in viele Schlüssel hier keine binäre Entscheidung mehr haben mit 100, größer, kleiner, sondern wir können sagen, kleiner als 5 geht dahin, größer als 5, aber kleiner als 8 geht dahin, größer als 8, aber kleiner als 12 geht dahin und so weiter. Also wir haben eine viel feinere Aufteilung, wir haben keinen binären Baum mehr, sondern einen n-Ähren, wo n die Anzahl der Einträge innerhalb von den Knoten ist. Und das hilft uns immens, den Baum flach zu halten und dementsprechend wenige wahlfreie Zugriffe auf die Festplatte machen zu müssen. Und man kann es sich vielleicht schon denken, die Größe von diesen Knoten des Baumes entspricht eben genau dieser Blockgröße von 8 Kilobyte oder 4 Kilobyte und so weiter. Das heißt, wir verschwenden hier keine Informationen oder keine Zugriffskosten. Wenn wir so einen Knoten laden von der Festplatte, haben wir immer eben so einen ganzen Eintrag von vielen Verweisen und können dann ganz genau, schön fein, granular das passende Kind suchen innerhalb dieses Knoteneintrages. Also nochmal Bemerkung zu den Bäumen. Binärbäume sind nicht gut für Festplatten und wie wir gerade illustriert haben, möchte man die Kapazität der Knoten an die Größe der Seiten anpassen. Ich denke, das macht auch aus den Erklärungen zuvor eine Menge Sinn,
warum das eben gut ist. So, Fanout. Mit Fanout bezeichnet man die Breite eines Baumes oder die Anzahl der ausgehenden Knoten für einen inneren Knoten des Baumes. Und je breiter oder je höher der Fanout ist, desto breiter wird der Baum und je weniger tief wird der Baum. Und je weniger tief, also je flacher der Baum ist, desto weniger Sprünge gibt es zwischen den Knoten, desto weniger wahlfreie Zugriffe, desto schneller ist die Anfrage. Das nennt man Fanout. In einem B-Baum, also die erste Variante, die wir betrachten werden, aber im Detail schauen wir uns den B-Plus-Baum an, der normalerweise dem B-Baum vorgezogen wird. Dieser B-Baum, den wir hier illustriert sehen, ist genauso aufgebaut, wie ich es vorhin schon illustriert habe. Wir haben hier diese Knoten, diese inneren Knoten oder die Blattknoten. Und die haben nicht nur einen Eintrag wie bei dem Binärbaum, sondern wir haben hier eine Menge von Einträgen, im Allgemeinen zumindest. Hier oben haben wir nur einen Eintrag mit zwei Verweisen. Wenn wir weitergehen, sehen wir, wir haben hier zwei Einträge in so einem Knoten mit drei Verweisen auf Kindknoten. In diesen einzelnen Knoten stecken folgende Informationen drin. Natürlich ein Verweis auf die Kindknoten, ein Schlüssel und Datensatz, der zu dem Schlüssel gehört. Und dieser innere Knoten, genauso wie die Blattknoten, entspricht eben genau einem Block auf der Festplatte. Das heißt, in unseren Beispielen wären das eben 8 Kilobyte. 8 Kilobyte ist eine Menge, also nicht jetzt, natürlich nicht jetzt Megabyte oder Gigabyte groß, aber 8 Kilobyte ist eine Menge Platz, um da Verweise zu speichern, denn die Verweise sind im Wesentlichen nur Pointer auf irgendwelche Positionen in der Datei, wo wir die weiteren Knoten, also die Kindknoten, finden können. Die Schlüssel sind auch recht kompakt, hoffentlich, wenn wir nicht unbedingt große Strings nehmen, sondern clevererweise Integer. Das ist ja meistens der Fall, wenn wir über Matrikelnummer und so weiter sprechen. Die Datensätze können allerdings ein bisschen groß werden. Das heißt, am Ende, wenn ich so einen Block habe von 8 Kilobyte und da stecken eine Menge größere Daten drin, dann ist natürlich die Anzahl von diesen Einträgen eines inneren Knoten oder eines Knoten allgemein begrenzt. Das heißt, der Fanout wäre auch nicht so extrem groß. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Baum, der angepasst ist auf diese blockbasierten Speichermedien wie Festplatten. Mit jedem Zugriff lesen wir einen Knoten, bekommen dann eine Menge von Informationen raus, wo wir weiterhin laufen müssen in den Baum. Und wir sehen hier, dass das im Wesentlichen nichts anderes ist als auch die Suche in so einem Binärbaum. Also vom Schema her. Der Trick bei Bäumen, zu verstehen, was da passiert ist, ist eigentlich nur, sich die Knoten anzuschauen und zu schauen, wie komme ich denn von dem Knoten auf die Kinderknoten, die ich finden möchte, oder auf die Knoten, die ich finden möchte. Und im Wesentlichen geht es immer nur darum, einen Suchschlüssel zu haben, zum Beispiel die Matrikelnummer 120. Und mit dieser Matrikelnummer muss ich jetzt hier irgendwie in den Baum reinlaufen. Und wenn ich hier entschieden habe, dass die 120 in diesen Teilbaum reingeht, weil 120 größer ist als der Schlüssel, der hier abgespeichert wird, dann muss ich dann die 120 nehmen und mit diesen Einträgen vergleichen, um eben festzustellen, in welche von diesen Teilbäumen ich nach unten laufen werde. Ja. Also das ist nicht sehr kompliziert. Natürlich kann ich auch Bereichsanfragen haben, wie ich hätte gern alles zwischen 120 und 250. Da muss ich natürlich dementsprechend auch die Einträge anschauen, um zu sehen, welche von diesen Knoten sich qualifizieren. Um das vorwegzunehmen, da ich gerade darüber gesprochen habe, wir haben hier die Daten hier auch drin in den Knoten. Und, wie auch schon gesagt habe, das limitiert natürlich den Fanout, weil die Daten ja recht groß sein können und diese 8 Kilobyte oder 4 Kilobyte oder 512 Byte eben dann irgendwann voll sind. Da kann man sich überlegen, dass man die Daten da gar nicht drin speichert in diesen Seiten, sondern die Daten nur in den Blättern speichert, aber die inneren Knoten die Daten gar nicht enthalten. Das heißt, die inneren Knoten haben nur Verweis und Schlüssel ohne die Daten. Das bedeutet, weil diese Verweis und Schlüssel natürlich kompakter sind, als wenn man noch die Daten dazu nehmen würde, das bedeutet dann, dass wir viel, viel mehr Einträge bekommen in den Knoten, also viel, viel mehr Verweise bekommen. Der Fanout wird größer, der Baum wird viel, viel flacher und wir haben noch weniger Sprünge auf der Festplatte,
Das nennt man dann einen B-Plus-Baum. Dazu aber später mehr.